Also ich muss sagen, geil. Geil. So. Ich werde wahrscheinlich noch Assassin's Creed Syndicate jetzt spielen, wo ich das so cool fand. Aber ich weiß es noch nicht. Denn Unity fand ich auch nicht so, naja, es ging. Aber das Ding hat jetzt mal richtig viel auf die Story gebracht und das hat jetzt alles zusammen gemacht. Es ist mir ein Vergnügen und Ehre, Sie zu begrüßen. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Die extrahierten Daten aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. What? Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung. Sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für sie. Der Vater des Verstehens hat sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe ihres wahren Wertes steht bevor. Sie beginnt mit einer Wahl. Folgt uns und ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder... Okay. Oh. Boah, das Lied ist geil. Das ist, aus dem Intro von Brotherhood oder Revelations. Revelations. Das ist geil, das Lied. Da komme ich den sauer. Ich habe Revelations geliebt. Also, ja, wie gesagt, dass jetzt die ganze Geschichte so zusammengeführt wurde, fand ich cool. Und dieses Spiel, man muss eigentlich beide Konsolengenerationen haben, wenn man auf der Konsole spielt. Oder einen PC, der einiges aushält, für Assassin's Creed Unity zumindest. Und das Ganze zu verstehen. Um alle Spielteile zu verstehen und alles miteinander verbinden zu können. Und man muss noch das Gedächtnis dafür haben. Ich würde sagen, es ist ein ganz, 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 ganz leichter. Es hat einen leichten Hauch von einem Metal Gear Solid. Aber nicht wirklich. Denn in Metal Gear Solid saß man da und mit offenem Mund und hier war schon gut. Also, jetzt wo ich das Spiel gespielt habe, weiß ich nicht, ob ich so wirklich den Syndicate spielen möchte. Denn das Ding ist ja zusammen mit Unity rausgekommen. Und es soll das bessere Spiel sein, war es auf jeden Fall. Und Syndicate soll auch besser sein als Unity. Ja, ich weiß nicht, ob Syndicate. Mal gucken. Aber hat mich auf jeden Fall geflasht.
ja, was viel, viel schöner wäre, wäre natürlich jetzt erstmal, wenn ich wüsste, was diese Schatulle ist. Das habe ich noch immer nicht verstanden. Und ich wüsste jetzt noch nicht genau. Ach doch, die, ja, natürlich die Schatulle. Ja, ich weiß, was die Schatulle ist. Gut. Und was ich leider hier noch dran bemängeln muss, ist ja, die Grafik kann man eigentlich nur bemängeln, ein bisschen die KI. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Trotzdem war es cool. So. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, ich war zu faul zum Schneiden und habe jetzt alles schon aufgenommen. Ja, ohne zu schneiden. Das bedeutet, ich muss jetzt alles hintereinander schneiden. Da wünsche ich mir viel Spaß bei. Sonst. Wir haben jetzt 12:30. 12:40. Hat sich gelohnt, bis hierhin aufzubleiben. Würde ich ganz deutlich sagen. Das nächste Projekt wird was ganz Tolles werden. Obwohl, das nächste Projekt ist ja wieder der zweite Teil von Metal Gear Solid. Habe ich noch gar nicht angefangen zu spielen. Was leider ein bisschen schade ist, aber mal gucken. Der nächste Teil nach dem zweiten Abschnitt von Metal Gear Solid. The Phantom Pain Part 2 wird ein Klassiker werden. Ein PlayStation 2 Klassiker. Den ich leider nur auf der PlayStation 2 aufnehmen kann. Ich habe mir dazu erst ernsthaft eine PlayStation 2 besorgt und habe das Setup auch schon fertig mit Mikrofon ein, out. Ich habe mir auch hier eine schöne Szene schon in OBS zurechtgelegt mit allen Einstellungen und ich werde mal gespannt sein, wie es so ist. Natürlich kommt wahrscheinlich noch irgendwo vorher sogar schon eine neue Folge von Schrott vom Flohmarkt. Da habe ich noch ein bisschen was in meinem Bücherregal. Mal gucken. Aber das nächste oder übernächste Projekt wird witzig. Das Projekt danach, den Nachfolger, den kann ich auch wieder auf dem Emulator spielen. Der läuft dann auch richtig gut. Habe ich mir schon angeguckt. Ist auch richtig schön. Kann man denken, das wäre ein PC-Spiel von 2007. Ist wirklich so. Aber gucken. So, was haben wir denn hier noch so alles für Leute? Es sieht irgendwie nach Wien. Ne? Also man hat leider am letzten Teil jetzt gemerkt, in der letzten Szene, dass die Synchronsprecher nicht so ganz gut waren. Wie man gemerkt hat, dass dann plötzlich halt irgendwie andere Stimmlage oder sowas war. War jetzt manchmal nicht so toll, aber muss man mit leben. War auch nur eine PlayStation 3 Umsetzung. PlayStation 3 hat sowieso nicht so viel Speicher. Ich habe das jetzt auf einer SSD installiert gehabt. Da hat das natürlich um einiges mehr Spaß gemacht. Mal gucken. Aber ich werde mir Syndicate werde ich mir, wenn ich es mir hole, und da dieses Jahr ja kein Assassin's Creed mehr kommt, werde ich es mir bestimmt für
Na? Ich werde es mir bestimmt wieder als hart, als, also Assassin's Creed ist das einzige, so was ich mir als DVD hole. Alles andere kaufe ich mir inzwischen online. Unter die PlayStation 2 Spiele, die habe ich leider nicht online. Aber Assassin's Creed und was habe ich noch? Muss mal kurz gucken. Assassin's Creed habe ich so alle als Harddisk sozusagen. Auch wenn man die sowas wie Unity dann nicht mehr spielen kann ohne alle Patches. Dann habe ich natürlich noch die ganze Mass Effect Serie als Harddisk. Und Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Schön alles. Leider bis auf den vierten Teil. Der vierte Teil, den habe ich nicht, weil ich keine PlayStation 3 besitze. Wäre schön, wenn die das mal für den PC auflegen würden. Und Metal Gear Solid Rising Revenge habe ich leider auch nicht. Das habe ich mir digital gekauft. Eigentlich stumm von mir. Egal. Sonst noch so einiges an Need for Speed habe ich als Harddisk. Was habe ich denn noch so? Ja, halt so ein bisschen Schrott vom Flohmarkt, was noch bestimmt kommt. Ich hab da so ein Spiel noch im Auge. Und auch so ein Fehlkauf meines Lebens. Irgendwie, obwohl ich da 130 Stunden drin verbracht habe, glaube ich bestimmt, SimCity. Ich habe mir die Day One Edition von SimCity gekauft. Das ist wahrscheinlich etwas dummer, aber egal. Muss man irgendwie machen. So. Sind die Credits jetzt gleich lang rum? Guck mal, da kommen die ganzen... Na, sind nicht viele. Achso. Es ist Russland. Boah, ich bin... Ich frage mich, wie das sich auf Japanisch anhört. Oh, Japanisch gab es gar keine. Okay. Korean Version. Ja. Okay, da gibt es gar keine Voice Talents, die gibt es wahrscheinlich nur auf Englisch und dann mit japanischen Untertiteln. So, Lightning Product Manager, Analytics. Ich wundere mich immer noch, wie viele so ein Manager, also für den Vertrieb sind so viele zuständig. Das ist schon heftig. Also, was da für Werbung gemacht werden muss, damit so ein Spiel angemessen verkauft werden kann, das ist schon viel, würde ich sagen, einiges. Senior Brand Manager, 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 Manager. Ich glaube, die schreiben da nur die Manager hin. Oder Director oder so. Weil die sonst viel zu viel da stehen hätten. Ich frage mich auch, wie viel davon an Submanager und Subunternehmen rausgeht, die hier alle nicht draufstehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal einiges. Würde ich mal wetten.
Halbwegs gute Musik für den Abspann. Gab aber schon schönere Abspanne. Naja, ist die PlayStation 3 Umsetzung. Die kann nicht so viel. Ich sehe auch gerade, dass es bei mir... Oh. Okay, Musik ist gut. ja. Es ist in meiner Aufnahme etwas ruckelt. Ich müsste mir irgendwann mal eine andere Capture-Karte zulegen, denn 60 FPS wäre schon geil. Mal gucken. Es erinnert mich an Kung Fu Panda. Ich müsste mir mal den dritten mal angucken. Den dritten habe ich doch ganz schnell gesehen. Den muss ich mal angucken. Egal. So, das Problem ist jetzt natürlich für Leute, ich kenne nämlich zum Beispiel eine, die hat sich eine Wii U gekauft und eine Xbox One. Die kann den Titel gar nicht spielen. Das ist schade. Muss man irgendwie anders hinbekommen. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. PC dafür gibt es auch nicht. Das ist etwas schwierig. Naja. Wer weiß. Boah. Der Abspann dauert aber was. Also... Teamlead Engine. Engine Programmers Mobile Service. Ja, wenn wir jetzt schon bei den Designs sind. Ich glaube, das müsste so gleich zu Ende sein. Aber wer weiß. Ah, Game Tester. Was? Es gab nur zwei Game Testers? Oder bin ich jetzt nur beim bestimmten Programmers in Mon. Okay. DNA-Team. Gab es irgendwie den A-Teil? Nein, ne? Director. Boah, also ich muss sagen, ich würde das Spiel nicht... Ich weiß nicht, ob ich so gerne programmieren möchte. Ich wär gerne der, der dahinter steht und einfach nur die ganze IT... so leitet, dass die Leute vernünftig arbeiten können, glaube ich. Das wäre sowas für mich. Ich möchte das Produkt nicht selber entwickeln. Fand ich auf jeden Fall nicht der, deswegen ist so scheiße geworden. Naja. Production Babies. Was? Adobe Flash? DTS, ja, davon höre ich leider nichts. Adobe Digital, davon höre ich auch leider auch nichts. Havoc. Wir nutzen immer noch Havoc. Und Autotest. Eweiß kenne ich ja, aber dieses Human Link würde ich mir gerne mal angucken. Glaube ich. Thank you.
Gut, fertig. Erfolg freigeschaltet, Templer damals wie heute. Wunderschön. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt.